Hey, das bin ja ich. Weiter geht's. Let's play Final Fantasy 7. Gut, hier war der Materia-Typi nicht. Oh, wo war der denn nochmal? Ich suche den echt jedes Mal aufs Neue. Ah, der war an einer ganz, ganz blöden Stelle. Wahrscheinlich war der genau hier. War der natürlich nicht hier unten? Nee, dann doch hier unten. Na, wo komme ich da jetzt hin? Nee, das war er nicht. Ah, ja. Ich glaube, ich erinnere mich. Also doch wieder zurück. So, mal kurz am Auge kratzen. Ah, verdammt. So, hier hoch. Dann da lang. Da rein. So, hier war er nicht. Da war er auch nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Dann war er doch irgendwo hier rein. So, dann wird er wahrscheinlich hier gewesen sein. Ja. Zack. Oh Gott, alles ist aus, sobald der Meteor erst einmal eingeschlagen ist. Ich verkaufe jetzt schon seit 10 Jahren Materia, seit meinem 16. Lebensjahr. Was habe ich nur aus meinem Leben gemacht? Ups. Ach, willkommen, kein Problem. Bitte, macht's euch bequem. So. Ich habe 3 Stück in Ausstattung. Seltsam. Stelle ich mir natürlich die Frage, wer hat denn 2 davon? So, HP. Ah ne, hier war ich ja gerade. HP. Der hat doch schon extra HP. Achso, ja, natürlich. Habe ich ihm ja auch erst gegeben. Er hat 2-mal HP. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen sehr verwirrend. Extra MP, Analyse. Mhm. Gut, dann hier nochmal extra HP. So. Aber das ist auch schon wieder Schwachsinn. Also nochmal. So, wenn er 2-mal einmal HP und nochmal HP. Beide sind schon auf Stufe 2. Dann bekommt er einfach den hier. Ach, kommt schon. Irgendwas muss es hier doch geben. Ja, komm, nimm Gift. So, und du nimmst dann... diese HP gegen diese HP. Genau. Und jetzt kannst du nochmal extra HP schlucken. So. Das kann ich mir noch geben. Boah, ja. Ja doch, das passt schon so. So, das haben wir jetzt eigentlich auch. Dann können wir hier nochmal kurz einmal schlafen und abspeichern, würde ich sagen. So, einmal hier lang. Schlafen, abspeichern und dann geht es in ein Gebiet, welches mir erst dadurch freigeschaltet wurde, dass ich Ultima besiegt habe. Also Ultima Weapon. Ja, ja, bla bla, kostet 100. Ja, das ist doch super günstig. Günstiger als jedes Zelt. So. Sind wir jetzt hier fertig? Gut, dann kommen wir jetzt weiter. So, und da, wo wir jetzt hingehen, glaube ich... werde ich jetzt einfach mal Red mit Yuffie tauschen. Mache ich das? Red mit Yuffie tauschen? Speicher vorher noch einmal ab, bevor ich das mache. So, jetzt kann ich hier hoch.
Und hier ist wieder etwas. So. Genau. Speichern. Zack. Alles ist gut. Und rein da. Uiuiui, was ist denn das hier? Ein verwunschener Wald. Und Vorsicht, hier sind wieder überall Gegner. War ja so klar. Ah, seht ihr, jetzt habe ich vergessen, Yuffie zu tauschen. Nein! Hey! Hey! Das ist ja gemein. Okay, alles klar. Geben wir uns erstmal Hast, Zauber, Komet hier. Zauber. Feuer auf irgendeinen davon noch. Bumm, bumm. So, der erste ist weg. Und jetzt kommt nochmal Feuer 3 hinterher. Bumm. Sehr gut. Und wie viele Erfahrungspunkte kriegt man hier? 2000, ne? Das hält sich ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, ja. Ein bisschen bescheuert von mir gewesen. Wir gehen natürlich wieder raus. Was natürlich jetzt ärgerlich sein wird, ist die Tatsache, dass man. Dass Yuffie natürlich. Kaum verwendbare Materie mit sich tragen wird. So, Genesung. Alle, das funktioniert zumindest schon. Oh Mann, was ist denn jetzt hier los?